München, 6 Uhr morgens. Ein Team von Artdirektoren und Fotografen hat sich um den BMW 5er Touring versammelt. Er und andere BMW-Modelle sind die Stars der neuen Werbekampagne von BMW Laufsport. BMW TV war bei dem Shooting dabei. Es geht hauptsächlich darum, dass wir die Verbindung von BMW und auch die Unterstützung, die BMW im Laufsport hat, zeigen. Die Effizienz, die ein Marathonläufer hat, die Effizienz, die ein BMW hat, die Verbindung wird in diesen Kampagnenmotiven deutlich gemacht. Fotograf Tom Mennemann stellt scharf. Im Visier Steffen Kahlert, ein Ass im Zehnkampf und nebenberuflich Model. Zusammen mit Sportmodel Diana Pürstinger sind sie die aktuellen Gesichter von BMW Laufsport. Konkret in diesem Motiv geht es darum, dass wir jemanden haben, der aus einer Wasserflasche trinkt und das Auto im Hintergrund. Quasi die direkte Verbindung zwischen Läufer, was trinkt der und was verbraucht ein Auto. Wir schießen jetzt die Models, das heißt, sie werden später auch separat in die Bilder eingebaut. Wir machen unterschiedliche Varianten, das heißt Pose, ein bisschen höher die Flasche, ein bisschen tiefer, wir wechseln die Klamotten, wählen dann später im Nachhinein das beste Foto aus. Ich habe halt meinen Beruf, also meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht. Ich bin halt als Sportmodel unterwegs, hauptsächlich BMW verkörpert für mich Dynamik und Laufen ist Dynamik, deswegen passt es für mich super zusammen. Dann Auftritt für den rein elektrisch betriebenen BMW Active E. Fans von BMW Laufsport erkennen das Führungsfahrzeug, das unter anderem beim BMW Berlin Marathon im Einsatz war. Wir schießen jetzt gerade das zweite Bildmotiv, jetzt mit dem Active E, das ist ein Elektroauto. Wir haben eine Joggerin, die quasi mit dem Auto oder an dem Auto vorbeiläuft. Man sieht Dampf quasi, weil es morgens und kalt ist, aus ihrem Mund aufsteigen. Die Headline ist kein Verbrauch auf 100 Kilometer. Wir brauchen den Absprung, wenn sie gerade hochspringt beim Laufen. Dann sind die ganzen Muskeln angespannt und wir haben ein sehr ästhetisches Gesamtbild. Wir dürfen die Kamera in der Sekunde, wo wir einmal angefangen haben zu belichten, einfach nicht mehr bewegen. Weil solange wir die Kamera immer da lassen, wo sie halt bei der ersten Belichtung stand, in der Sekunde kannst du halt einfach alle Komponenten, die du fotografierst über den ganzen Tag, die kannst du dann halt optimal übereinander legen und auch miteinander kombinieren im Rechner später. Vom Ergebnis der Shootings wird man sich zum Auftakt der kommenden BMW-Laufsportsaison überzeugen können. Alles über BMW Laufsport, Expertentipps, exklusive Verlosungen und vieles mehr finden Sie bereits schon jetzt auf dieser Seite.